Kann man eigentlich die Musik von bekannten Künstlern, also sprich GEMA-pflichtige Musik, in Podcasts verwenden? Und falls ja, wie geht es und was kostet's? Kurzer Spoiler, vor allen Dingen Zeit und Nerven. Das heißt, dass ich bei unglaublich vielen unterschiedlichen Institutionen nachfragen muss, Mails schicken muss, warten muss, gleichzeitig sekundengenau nachmessen muss, muss der GEMA-Gebühren zahlen und muss dann gleichzeitig unter Umständen auch noch an die Musikverlage Geld zahlen. Servus draußen an den Geräten, Wolfgang Kreuzig hier mit einem neuen Video. Heute mit einem Sonderthema, nenne ich es jetzt mal, Podcast und Musik darin. Man möchte ja vielleicht manchmal bekannte Musikstücke nehmen, weil die beim Zuhörer im Podcast zusätzlich eine gewisse Stimmung beispielsweise mit verursachen oder weil sie spannende Textzeilen haben, die jeder kennt und wo man dann Bezug drauf nehmen kann. Also es gibt da Gründe zu sagen, komm, das wäre eigentlich ganz spannend. Ich schicke vorweg, ich bin kein Jurist, das ist keine Rechtsberatung. Ich habe aber einfach mal überall nachgefragt, wo man nachfragen kann. Bei der GEMA, bei Musiklabels und bei Juristen. Und ich schildere Ihnen heute einfach mal meinen Weg zum Ergebnis. Ja, legen wir einfach los. Erster Schritt, ich habe eine E-Mail an die GEMA geschrieben. Da kamen dann auch relativ zügig Antworten. Die erste Antwort kam direkt vom GEMA-Podcast-Team. Und die haben geschrieben, herzlichen Dank für Ihre E-Mail und so weiter und so weiter. Informationen zu Preisen und wenn Sie eine Lizenz erhalten wollten, erhalten Sie das direkt über unseren Lizenz-Shop. Link verlinke ich unten. Beachten Sie bitte auch unseren neuen Tarif VROD14 für Podcasts. Die Vergütung berechnet sich auf Basis der Musikminuten, die Sie durchschnittlich pro Episode verwenden und der durchschnittlichen Aufrufe des Podcasts pro Monat. So, das ist also mal die Basisgeschichte. Wenn man sich diesen Tarif anschaut, dann kommt da zunächst mal alles mögliche juristische Anwendungsbereich, Lizenzierungsgegenstand, Lizenznehmer und. Und dann eine relativ kräftige Tabelle. In der netten E-Mail haben Sie auch eine kurze Beispielrechnung mal reingebracht. So kostet beispielsweise ein Podcast mit durchschnittlich bis zu einer Minute Musik und bis zu 10.000 Aufrufen monatlich 5 Euro netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Knapp 20%, da sind wir also bei 6 Euro. So, das ist im ersten Schritt schon mal gar nicht so übermäßig günstig. Wenn ich mir nur überschlagsweise mal berechne, ich habe einen Podcast im Monat, was ja gar nicht so besonders viel ist, 12 im Jahr. Im ersten Monat zahle ich also 6 Euro, im zweiten dann schon 12, der erste Podcast plus der zweite, dann 18, dann 24, und das summiert sich auf, sodass ich dann am Ende des ersten Jahres schon 348 Euro an Lizenzgebühren für die GEMA ausgegeben habe. Und wenn ich diese 12 Podcasts dann fürs nächste Jahr einfach nur stehen lasse und keine weiteren dazu produziere, macht das 72 Euro im Monat mal 12 sind 864 Euro, die ich zahlen muss dafür, dass nur die 12 Podcasts einfach dastehen. Das ist schon eine satte Summe. Sprich, erstes Learning, GEMA-Musik in Podcast verwenden funktioniert eigentlich nur dann, wenn man den Podcast zeitlich befristet ausspielt. Wenn man also beispielsweise während einer Veranstaltung oder eine Messe den Podcast hochstellt, ihn für 4 Wochen, einen Monat oder 2 Monate laufen lässt und dann wieder vom Netz nimmt. Dann kostet das 5 oder 10 Euro bei 10.000 Aufrufen und dann ist es tragbar. 10.000 Aufrufe, das vielleicht am Rande ist, aus meiner Sicht im B2B-Umfeld, wo es nicht so viele Spezialisten gibt, die sich das anhören, wir haben keine Millionen Aufrufe, ne? Ist schon einigermaßen realistisch. Wenn es natürlich in höhere Aufrufzahlen geht, wird es entsprechend ein bisschen teurer. Aber also für zeitlich befristet würde das funktionieren. Dachte ich, naja, klingt das gar nicht so falsch. Dann kam aber relativ kurz darauf vom GEMA-Lizenz-Shop noch eine weitere E-Mail. Und dort haben sie dann auch gesagt, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Bitte beachten Sie, dass Sie unabhängig von der Lizenzierung durch die GEMA weitere gegebenenfalls nötige Rechte direkt bei den Berechtigten einholen müssten. Beispielhaft seien hier das Leistungsschutzrecht beim Label, bei der Verwendung von Originalaufnahmen und das Filmherstellungsbearbeitungsrecht, in der Regel Musikverlag, genannt. Zu diesen Rechten können wir leider keine weiterführende Beratung anbieten, da wir diese Rechte nicht wahrnehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. So. Also reicht die GEMA alleine nicht? Was haben sie weitergeschrieben? Welche Rechteinhaber an den Werken beteiligt sind und welche Werke sich im GEMA-Repertoire befinden, erfahren Sie mit unserer Repertoiresuche unter onlinegema.de/search.faces. Auch das verlinke ich natürlich. Suchen Sie mit Hilfe der Kriterien Titel und Urheber oder Werknummer. Die Kontaktinformationen werden mit Klick auf die rot hinterlegte Beteiligtenrolle angezeigt. So, Ja, was heißt das?
Im Zweifel muss man bei den Musikverlagen, bei den Berechtigten nochmal anfragen. Jetzt, wie gesagt, bin ich kein Jurist und habe gedacht, naja, Bearbeitungsrecht, ich will das Musikstück ja nicht bearbeiten und verändern, fällt wahrscheinlich weg. Und Leistungsschutzrecht, keine Ahnung, vielleicht gilt das ja auch nur, wenn man irgendwo auftreten will oder so. Also habe ich mich bei einem Juristen schlau gemacht. Ich bin auch gleichzeitig noch als Fachjournalist in einem Dachverband der Fachverlage mit drin, das nennt sich Deutsche Fachpresse, und die haben auch Justiziare, und dort habe ich dann einfach eine E-Mail hingeschickt und gesagt, wie sieht denn das aus hier? Ich meine, wenn man schon Verband hat, kann man doch mal nachfragen. Ja, und eine sehr nette Kollegin, eine Juristin, hat mir geantwortet und hat gesagt, die Einschätzung insoweit ist richtig, dass keine Bearbeitung stattfindet, wenn Sie die Aufnahme nicht verändern. Aber es besteht ein Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers an der Aufnahme selbst. Wenn Sie also ein Musikstück nicht selbst einspielen oder einsingen, müssen Sie zusätzlich die Nutzungsrechte für die Benutzung der Aufnahme einholen. Die GEMA ist nicht für die Leistungsschutzrechte der ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller zuständig. Normalerweise ist dies die GVL. Die GVL ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten und ist so eine Art Dachverband oder eine Vereinigung von den ganzen Musiklabels und Musikverlagen. Leider haben die Labels der GVL in Bezug auf Podcasts die Rechte bisher per Wahrnehmungsvertrag nicht eingeräumt. Aus diesem Grund gibt es also keinen einfachen Weg der Lizenzierung, sondern man muss sich direkt an die Labels wenden. Bam! Okay. Kurzfassung an der Stelle also, wenn ich das Musikstück selber einspiele, mir eine Gitarre schnappe und dazu trällere, dann reicht die GEMA-Gebühr. Wenn ich die Aufnahme verwende des Künstlers, muss ich noch bei der GVL oder den Labels nachfragen. Wird langsam kompliziert, ne? Nachsatz, die GVL ist aber wohl schon in Verhandlung mit den Labels, es kann aber dauern, bis hier eine Lösung gefunden wird. Was heißt das genau? Ich habe mir diese nette Webseite mal angeschaut, wo man die Titel recherchieren kann. Die ist jetzt rein optisch nicht so der Bringer. Das Datenbankinterface sieht ein bisschen aus wie aus den 90ern, würde ich sagen. Aber egal, das funktioniert. Jetzt mache ich das mal ganz kurz mit Ihnen. Ich nehme jetzt mal den Titel Nur noch kurz die Welt retten von Dembensko. Das ist ja ganz lustig. Schreibe das hier rein. Habe eine Suchabfrage gemacht. Bam, ist es dann auch schon da. Da sehen wir, wie es ausschaut. Und hier sind rot hinterlegt 3 Originalverlage, gleich 3. Achtung! Rückbank Musik Verlag, EMI Music Publishing und Ginger Songs Edition. Und wenn ich auf diese Dinger draufklicke, kommt tatsächlich ein Adressdatensatz mit E-Mail-Adressen unten drin. Und an genau diese Labels habe ich dann meine E-Mails geschrieben. Auch da wieder ganz kurz, wir sind ein kleiner Fachverlag im Maschinenbau, würden gerne einen Podcast machen, haben wir alles schon gehabt. Und dann habe ich auf Antworten gewartet. Relativ zügig kam eine Antwort von Sony Music Publishing. Sehr geehrter Herr Kreuzig, vielen Dank für Ihre E-Mail. Grundsätzlich sind Sie bei uns richtig, jedoch werden die Lizenzen von unseren Kollegen der Sync-Abteilung vergeben. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an sync.de und so weiter. Die Adresse war allerdings auch schon bei der GEMA hinterlegt, muss man fairerweise sagen. Hat also parallel von mir schon eine E-Mail bekommen, deswegen kam da auch relativ zügig eine Antwort. Lieber Herr Kreuzig, besten Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an der Nutzung unseres Titels. Wir halten 66% an Nur noch kurz die Welt retten. Grundsätzlich müssen Sie erst dann die Lizenzrechte bei uns einkaufen, wenn die Musik in Verbindung mit einem werblichen Charakter steht. Um dies zu klären, schicken Sie uns bitte den angehängten Fragebogen ausgefüllt zurück und unterbreiten dann gegebenenfalls gern ein Angebot. Die haben einen Fragebogen, der ist durchaus ein bisschen wuchtig. Man hat das Gefühl, er ist mehr für Fernsehaufnahmen gemacht, aber okay. Da gibt man dann rein, um was es alles geht. Gewerblich, private Webseite, wie viele Sekunden, ist es Vocal oder Instrumental, ist es innerhalb der Produktion oder im Vorspann oder im Abspann, wird es bearbeitet. Auch das Produktionsbudget soll mit angegeben werden. Warum nicht? Verwendungszweck, Imagefilm, Dokumentarfilm, Werbetrailer, sonstiges, da müsste dann wahrscheinlich Podcast rein. Das kann ich also ausfüllen und bekomme dann ein Angebot. Gleichzeitig hat sich dann noch Freibank, ist da der Absender, also der zweite Musikverlag, der da wohl mit drin steckt, der die anderen 34% hält, gemeldet. Hallo Herr Kreuzig, vielen Dank für Ihre Anfrage. Schon mal kurze Antworten auf Ihre Fragen. Wenn Sie nur noch kurz die Welt retten und oder andere Songs unseres Repertoires verwenden möchten, muss für jeden Song eine eigene Klärung stattfinden, sowie ein Vertrag abgeschlossen werden. Im Zuge werden die Rahmenbedingungen der Nutzung besprochen und Ihnen auf dieser Grundlage ein Angebot erstellt. Da haben wir so einen relativ kräftigen Verwaltungsaufwand, der nötig ist. Man muss je nach Musikstück 2, 3, 4 unterschiedliche Musiklabels anschreiben per Mail, bei denen auf unterschiedliche Art und Weise
Tabellen ausfüllen oder Mails schreiben oder ähnliches und bekommt dann erstmal überhaupt ein Angebot. Also schnell geht da erstmal gar nichts. Ich hatte dann auch noch, um zu sehen, wie andere Musiklabels das machen, ein anderes Musikstück angefragt, und zwar Uptown Funk von Mark Ronson bei Concord Music, einfach um jemand anders mit drin zu haben. Dort kam dann nebenbei eine ganz andere Antwort. Vielen Dank für Ihre Anfrage. In Absprache mit weiteren beteiligten Verlagen muss ich Ihnen leider mitteilen, dass das von Ihnen angefragte Musikwerk Uptown Funk für die von Ihnen angefragte Nutzung nicht zur Verfügung steht. Eine Auswertung des Musikwerks in Ihrem Projekt darf daher nicht stattfinden. Wir wünschen Ihnen trotzdem viel Erfolg mit dem Projekt. Herzliche Grüße, eine Fabienne hat mir da geschrieben. Da dachte ich, warum darf ich das nicht? Und habe einfach mal angerufen, ganz höflich, nett und nachgefragt, warum das denn nicht genehmigt wird. Und diese Fabienne war sehr, sehr höflich und freundlich und hat gesagt, ja, das liegt einfach daran, dass da unglaublich viele Leute mit angefragt werden von den Labels. Die entscheiden das nämlich nicht selber, sondern die geben die Anfrage weiter an den Interpreten, an den Komponisten, an den Texter und an was weiß ich was, sonstige Leute, die Rechte an dieser Musik haben. Die wurden alle gefragt und wenn einer davon Nein sagt, hat mir Fabienne gesagt, dann wird es halt nicht gemacht. Und das ist kein böser Wille. Die haben einfach keine Zeit und keinen Bock. Und wenn man die Anfrage auch noch auf Deutsch stellt, so wie ich das mache, können sie es nicht lesen und sagen dann erstmal gleich Nein. Und sie hat mir empfohlen, hat gesagt, das Nein ist kein endgültiges Nein. Ich muss die Anfrage einfach mal auf Englisch machen, ein bisschen ausführlich schreiben, warum das gut ist, ein bisschen Geduld mitbringen. Dann würde ich wahrscheinlich auch das Musikstück bekommen. Was heißt das für mich in der Summe? Das heißt, dass ich bei unglaublich vielen unterschiedlichen Institutionen nachfragen muss, Mails schicken muss, warten muss, gleichzeitig sekundengenau nachmessen muss, wie viel Musik in meinem Podcast drin vorkommt, und zwar wie viel davon übersprochen ist von Text und wie viel frei und nicht übersprochen ist. Ich muss das dann berechnen, an die GEMA melden, muss der GEMA Gebühren zahlen und muss dann gleichzeitig unter Umständen, je nach Musikverlage ist das anders, auch noch an die Musikverlage Geld zahlen. Das macht die Verwendung von GEMA-pflichtiger Musik für mich und auch für unseren Verlag gänzlich unmöglich. Macht keinen Spaß, funktioniert nicht, ist einfach nicht. Was also bleibt, ist die Verwendung von lizenzfreier Musik. Da gibt es beispielsweise auf YouTube selber die YouTube Sound Library. Da kann man schauen, da muss man nur gucken, muss der Künstler genannt werden oder nicht, muss eine Lizenz mit drunter. Darf es bei Podcasts verwendet werden oder nur in Videos? Also da muss man bei YouTube ein bisschen schauen, aber die sind kostenfrei und ist teilweise ganz spannende Musik. Ansonsten gibt es Portale, die rechtefreie Musik anbieten. Die gängigsten haben Sie vielleicht hier im Internet auch schon mal gesehen. Die machen viel Werbung, sind Epidemic Sound und Artlist. Soundcloud mag sowas auch noch haben. Es gibt noch Audio mit 2i hinten. Das ist ein neuerer Anbieter. Alle die kosten Geld. Je nach Lizenz, irgendwo ab 10 Euro pro Monat geht es circa los. Die meisten Lizenzen liegen bei 200 bis 300 Euro im Jahr. Und dann kann man die ganze Musik jederzeit und überall verwenden. Zum Teil dann auch in kommerziellen Projekten völlig problemlos. Das heißt, wenn man für Kunden etwas macht, darf das dort verwendet werden. Also das ist halt ein Weg, der ist überschaubar, der ist kalkulierbar. Der ist auch vom administrativen Aufwand machbar. Und deswegen machen das natürlich viele. Ja, das war meine Buchbinder-Wanniger-Aktion quer durch den Podcast-Dschungel mit dem leider traurigen Ergebnis, dass GEMA-Musik für Podcasts meines Erachtens für kleine Unternehmen und Privatleute so gut wie nicht handelbar sind. Vielleicht ändert sich das in einigen Jahren, wenn da Verträge bestehen, melde ich mich wieder. Ansonsten bleibt mir bis dahin nur, haben Sie viel Spaß beim Online-Publizieren. Wenn Ihnen das Ganze geholfen hat, freue ich mich über ein Like. Ansonsten, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.